Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns mal wieder in einem Raid. Ja, ich kann euch schon mal vorweg sagen, es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir hier an einen Raid geraten, wo wir nicht weiterkommen werden. Denn so langsam werden die Gegner wieder ein bisschen stärker werden. Ich hatte den Kampf schon gesehen gehabt, also ich weiß das Ergebnis auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal gerne raten, wie der Kampf ausgehen wird. Ne? Ansonsten sind wir hier jetzt, das ist jetzt momentan der Gilden-Raid Nummer 103. Da sind wir jetzt, also den seht ihr jetzt gerade. Und ja, ich kann euch so viel sagen, in diesem Gilden-Raid werde ich auch an der Reihe sein. Das heißt, ich werde hier auch mal zuschlagen bei den letzten Raids. Ja, die waren ja nach dem 100. Raid, nachdem der so schwer war, wurden die ja wieder deutlich einfacher. Und die Stats sind echt, ja, sind schon lustig auf jeden Fall zu beobachten von meinen Gilden-Membern, ne, wie das Ganze aussieht. Aber es wurde ja auch ausführlich nochmal in den Kommentaren beschrieben, wie gesagt, wonach sich das richtet. Und ja, im Prinzip wird es halt nach dem 100. Raid halt wieder einfacher, dann aber in der Kurve deutlich schwerer, ne? Die letzten 50 Raids insgesamt sind es ja 150 an der Zahl, die wir hier zu besiegen haben. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie weit wir hier noch kommen werden. Wir können ja mal ein ganz klein wenig mal vorspulen, bis wir hier zumindest mal zu dem Terror aus der Tiefe kommen werden, ne? Und dann uns an dem die Zähne ausbeißen. Natürlich ist der Reward mal wieder ziemlich schleppend wie Umzugshelfer an der Stelle, ne? Und ja, ist jetzt nichts so unbedingt, worüber man sich freut. Aber es ist schön, auf jeden Fall als Gilde einen Raid weitergekommen zu sein. Ne, was ich auch schön finde, ist, dass wir auch ein paar neue Klassen hier tatsächlich in der Gilde begrüßen dürfen. Wir haben hier ja einen Berserker, wie ihr gerade gesehen habt, der W70, der ist auch auf fast jedem Server irgendwie unterwegs. Dann habe ich kürzlich noch gesehen, haben wir einen Dämonenjäger. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsklasse, ne, sag ich mal an der Stelle. Aber es ist halt schön, dass halt ein bisschen frischer Wind, sag ich mal, in die Gilde reinkommt. So, ne, also wie gesagt, wenn ihr da immer Lust drauf habt, so eine Aufholjagd zu machen, kommt natürlich darauf an, am besten ihr seid schon im Level ein bisschen höher, seid in einer anderen Gilde gewesen, habt da die Gildenboni mitgenommen und kommt dann zu uns, weil Level 1 nehmen wir so an der Stelle auch nicht auf. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig so. Ne? Wie gesagt, es ist halt immer eine saualte Gilde, deswegen ist die Inaktivität natürlich schon da, aber ja, unterm Strich sind halt die meisten immer noch so aktiv. Ne? Es ist halt nur mit, ja, manche mal mehr, mal weniger so. Ne? Manche sind halt mal eine Zeit lang inaktiv, dann kommen sie wieder zurück und so weiter. Ne, die Ritterhalle ist halt immer noch auf, was weiß ich, 950 oder so, die kommt halt nicht viel höher. Das ist so ein ewiges Problem, was wir haben. Ne, aber ansonsten, ja, sind wir halt eine Top-1-Gilde von dem Server, sind in der internationalen Ehrenhalle vertreten und ja, freuen uns auf jeden Fall, wenn da wieder ein paar neue Leute dazukommen. Wie gesagt, das Wichtigste ist halt die Ritterhalle so, ne? Und meldet euch bitte nicht bei mir, ja, ich bin zwar Offizier, wollte es aber eigentlich nie wirklich werden so, ne? Meldet euch da wirklich an die Gildenleitung, die kümmert sich da um Neuaufnahmen besser als ich, ne? Mein Postfach ist sowieso schon immer voll auf dem Server hier. Und deswegen, ja, ist es ziemlich schwierig für mich da auch noch an der Stelle durchzusehen. So, gut. Wir sind jetzt hier beim Terror aus der Tiefe. Das ist der letzte Gegner hier, ne? Der gute alte Maulwurf. Ja, ist relativ, ja, machbar, sag ich mal. Wir skippen mal ein bisschen vor, bis die Magier kommen. Jetzt haben wir nur noch, ja, jetzt mit mir beginnt quasi hier nach dem Osman die Magierwelle. Dorza ist ein Magier, Dwayne, Mordai und Seth, das sind alles, sind halt alles Magier, deswegen die Kämpfe da auf jeden Fall kürzer, aber anschaulicher, will ich mal so an der Stelle sagen, ne? Dadurch, dass die halt schneller vorbeigehen, entweder krittet man oder krittet man nicht, ne? Und da ist der Kampf auch schon für mich gelaufen, an der Stelle kommt der nächste Magier und haut ihn eins aufs Maul. Ja, das ist halt ja, nicht so ein langes Hin und Her wie bei Krieger gegen Krieger oder Kundschafter gegen Kundschafter und was weiß ich so, ne? Es geht halt relativ fix. So, und da ist der Gegner auch schon zur Strecke gebracht worden, ne? Wir haben nicht mal alle unsere Gilden-Member gebraucht für diesen Gegner. Deswegen ist auf jeden Fall
abzuwarten, wie der nächste Gilden Raid bei uns aussehen wird. Das war jetzt Gilden Raid Nummer 103. Mal schauen, wie weit wir noch kommen werden. Ich sage aber mal so, also man hat es ja auch schon gesehen, im Vergleich zum letzten Gegner sind die, ist der Gegner jetzt schon ziemlich schnell angestiegen wieder. Die Magier-Battle, Alter. Sind die Werte der Gildengegner schon wieder ziemlich heftig angestiegen. Und wo wir beim letzten Gegner noch relativ locker aus dem Handgelenk den besiegt haben, waren wir jetzt schon beim vorletzten von unserer Gilde ausgesehen. Ne? Also von daher, das zieht ziemlich krass an nachher wieder nach dem 100. Ne? Und deswegen war es ja auch absehbar, da die stärksten Gilden der Welt momentan bei dem 110. oder so hängen, war es ja jetzt mehr oder weniger eine Frage der Zeit, bis wir halt wieder an unser Zenit hier geraten mit unserer Gilde, ne? Weil wir halt insgesamt gesehen lange nicht so gut sind wie die Top-Gilden. Ne? Deswegen, bin ich auf jeden Fall froh über jeden geschlagenen Gegner, den wir bis dahin besiegt haben, und gucken halt einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Ne? Ja, ansonsten haben wir es noch das Hexen-Event hier. Ne? Ich nehme an diesem Wochenende werde sehr viele Videos aufnehmen, ein bisschen vorproduzieren. Ihr werdet das dann in den nächsten Tagen sehen. Und bin da an der Stelle ein bisschen fleißig auf jeden Fall. Aber es ist auch relativ schnell vorbei für mich so privat, das Hexen-Event, weil man im Prinzip halt auch kostenlos durchskippen kann. Ne? Das heißt, man spart sich die Sanduhren dadurch. Und außerdem, ist halt Gold-Event. Also von daher muss ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ist halt relativ selbsterklärend auf jeden Fall, dass man hier so schnell wie möglich seine Alu verklicken sollte. Ne? Damit man hier alles Mögliche rausholen kann an dem Event. Wir können mal schauen, wo wir auf welchem Platz sind nach dem Alu-Geklicki hier. Aber ich glaube, wir sind dadurch kein Platz hier aufgestiegen. Ja, manchmal ist das ja so. 19, 10, 2 Stunden hier nochmal rein. Ja, immer noch auf Platz 3. Mal schauen, wie nah sind wir hier dran. Ne? Ja, relativ nah rangekommen. Hätte ich noch ein paar Kämpfe vorher gemacht, dann hätten wir die auf jeden Fall noch eingeholt. Ansonsten, wenn ich auf den Platz 1 aus bin, dann mache ich zuerst immer meine Arena-Kämpfe, gucke dann, ob wir da ein paar Gegner dabei haben. Und danach mache ich dann die Alu, damit wir den dann zum Beispiel hier ein bisschen Ehre stibitzen können. Ne? Und selbst damit ein bisschen hochpushen dadurch und danach dann die Alu machen, um dann den Vorteil am Ende des Tages dann rauszuholen. Ne? Ansonsten, oder halt aufs Maul kriegen, das kann halt auch gut sein. Ne? Jetzt kriegen wir aber relativ gut aufs Maul hier. Okay, heute ist wieder so ein Tag, da greifen wir mal lieber nicht die Gegner an, da lassen wir es einfach sein. Da sind wir auf Platz 3 dann einfach mal so zufrieden. Ne? Kann man sich auch mal mit zufrieden geben, Top 3 immer noch. Auf jeden Fall ein stabiler Rang. Ne? Ich sacke nicht mehr so weit ab wie vorher, ne? Weil ich halt durch den Legendary Dungeon gut aufgeholt habe, was die Stats angeht, und werde da auf jeden Fall auch keine Pause machen, damit ich meinen Gegnern auch so wenig wie möglich Chancen lasse, irgendwo bei mir eine Schwachstelle zu sehen. Ne? Und ich warte immer noch auf 2 Legi-Edelsteine. Das wäre noch ganz cool, damit wir hier noch unser Werk komplettieren. Ne, das sind halt auch nochmal ca. 200 Stats mehr, also 400 Stats insgesamt, die ich hier noch durch die mittleren Edelsteine einbuße. Damit kann man auf jeden Fall noch arbeiten, dass man da noch ein bisschen besser vorankommt. Ansonsten haben wir ja hier ganz gute Chancen, denke ich mal, auf Legi-Steine. Warten wir mal ab, was die Zeit mit sich bringt, und dann sollten wir da auch früher oder später, denke ich mal, soweit sein, dass wir hier komplett großflächig mit großen Legi-Gems ausgerüstet sind. Ne? Ansonsten von den Verbesserungen her bin ich immer noch hier so weit, dass ich hier 3 Sachen auf 12 habe. Einmal die Waffe, dann hier die 2 Items und der Rest ist noch auf 11. Da bin ich noch fleißig am Sammeln, dass wir hier alles auf 12 bekommen soweit. Das wird auch nochmal ein paar Stats-Punkte mehr machen. Und
dann soll es das für heute auch wieder soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Thank you.